Hallo und herzlich willkommen zu einem Star Stable Online Pferdekauf Video. Ich hatte ja schon die letzten, ich habe zwei, drei Folgen schon gesagt, dass ich mir gern Pony kaufen möchte. Und ihr könntet vielleicht schon denken, weil ich jetzt schon hier am Stand vor Pinter stehe, was für Pony ich mir holen möchte. Ja, also hinten auf dem Schiff, da stehen sie. Ich weiß gar nicht, ist das ein Schiff? Ich habe keine Ahnung. Und zwar sind das die jörgischen Starponys. Und ich würde mir natürlich eins davon sehr gerne holen. Mein Wunschpony kann ich mir nicht kaufen. Ich bin ja noch nicht, genau, der wird 12. Ich bin erst Level 11. Hier, kann man ja gucken. Genau. Ich würde mal sagen, wir gucken einmal kurz durch die Farben. Ruppig, wenn hier haben wir genug Schlüssel, können wir uns auch alle einfach vernünftig mal angucken. Dann habe ich hier einmal dieses Forum-Gesicht. Ne, und zwar jetzt ist so ein. Ist, glaube ich, ein Checker oder so. Ich würde mal sagen, die Farbe hier ist so Bugskin. Ja, mit einem zweifarbigen Schweif und Menos. Meine Schweif finde ich hübsch. Und blaue Augen. Und ist das eine Laterne? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Aber ich weiß, dass es ein Pferdenstar-Stable gibt, was ungefähr eine Laterne hat. Das könnte passen. Ja, dann haben wir hier dieses, ich muss sagen, so Punkte. Ich bin echt schlecht, was die Farben angeht. Einfach mit, ja, komplett weiß. Ah, hier ist so ganz leicht braune Strähnen drin. Ja, mit einem ganz braunen Kopf. Finde ich tatsächlich nicht so süß. Also ich bin kein großer Fan von dieser Farbe hier tatsächlich. Dann haben wir hier das graue Pony mit einer Aufwind mit einem dunklen Kopf und hier ist so eine kleine Blässe an der Stirn. Das ist halt eher so eine standardmäßige Farbe. Dann haben wir hier, ich würde sagen, das ist sogar fast ein Fuchs, aber recht dunkel, mit Braun so noch gemischt. Hier unten ist noch dieses kleine weiße Abzeichen. Ich bin echt, ich mag die Farbe nicht. Ist meine Meinung. Aber das Grau ist eigentlich ganz schön und ja, das geht nicht auf. Das hier finde ich sehr, sehr hübsch, dieses Gescheckte hier. Also mit dem Weiß und dem, ja, es ist, ich weiß nicht, so eine Mischung aus einem Apfelschimmel und dann noch gescheckt, so mit Weiß. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es genauer beschreiben soll. Auch eine sehr breite Blässe am Kopf. So Augenfarbe, so so kiese Augen. Ist super süß. Stand auch zur Auswahl, welches Pferd ich mir hole. Ich habe mich tatsächlich aber für diese Zelle hier entschieden. Also das, was wirklich so eine Art fast ein bisschen wie ein Schimmel ist. Gut, neben meinem meine ICE sieht natürlich ziemlich dunkel aus, aber es hat, ja, sieht so ein bisschen auch aus wie so eine Äpfelung da drauf. Augenfarbe kann ich gerade schwer sehen. Mach mal bitte die Rübe hoch. Sieht aber blau aus. Und noch ein Grund mehr, dass ich es schön finde. Ja, und ich würde sagen, kaufen es doch direkt mal. Übrigens, das Kaufvideo wollte ich eigentlich schon Dienstag machen. Also ich nehme es jetzt tatsächlich gerade erst am Dienstag auf. Ja, bisschen was dazwischen gekommen zeitlich. Deswegen, ich wollte ja eigentlich Donnerstag immer Let's Plays bringen. Ich guck mal, dass ich das vielleicht dann am Samstag oder nächste Woche Dienstag dann bringe. Ich meine, es kommt natürlich für mich morgen. Ich habe ja die Folge dann gestern das Regenbogen-Event rein, wo ich natürlich auch wieder die Quests aufnehme und so. Deswegen muss ich mal gucken, wann die einzelnen Folgen und so kommen. Aber ich habe auf jeden Fall vor, einmal zwei Let's Plays Videos zu bringen, weil die Woche dann ja nur das Kaufvideo kam. Und natürlich auch im Regenbogen-Event das noch aufzunehmen. Wie genau die Videos kommen, bin ich auch nicht sicher. Vielleicht werde ich auch noch einen Samstag hoch. Das werden wir dann ja sehen. Auf jeden Fall, fangen wir erstmal mit den Werten an. Stärke, Disziplin, Geschwindigkeit und Agilität sind bei 0 und Ausdauer auf 1. Und die Ponys kann man auf Level 1 kaufen. Hier habe ich schon Startpony, Generation 3. Und ja, keine Beschreibung. Hinweis: Dieses Pony ist zu einem ermäßigten Preis erhältlich, aber keine Sorge, es ist so schnell und liebenswert wie alle anderen. Die Wurzeln des Jorvikschen Ponys gehen auf die Kolonisierung von Jorvik vor vielen Jahrhunderten zurück.
Es spielte eine wichtige Rolle bei der Besiedlung der Insel. Seit jener Zeit üben diese kräftigen und willensstarken Ponys großen Einfluss auf den Charakter von Jorvik aus. Die Bewohner Jorviks verlassen sich auf sie als treue Begleiter, unermüdliche Arbeiter und zuverlässige Rasenmäher. Dieses Pony hat seinen eigenen Kopf, ist aber loyal, wenn es darauf ankommt. Über die Jahrhunderte hinweg wurde das Jorviksche Pony mit anderen Rassen gekreuzt, wie etwa dem Islandpferd, dem Shetland-Pony und dem Connemara-Pony, um die Eigenschaften zu verbessern, die diese Ponys so unersetzbar machen. Das typische Jorviksche Pony ist klein, hat kräftige Beine und eine kurze, breite Kruppe. Seine breite Brust und sein muskulöser Rücken machen es zu einem ausdauernden Reitpony. Was dem Jorvikschen Pony an Größe fehlt, macht es durch Ehrgeiz und Entschlossenheit wett. Mit der passenden Reiterin kann dieses unauffällige Pony in allen Disziplinen ein ausgezeichnetes Wettbewerbspony werden. Ja, haben wir süßes Pony ausgesucht? Also, ich habe tatsächlich so eine Art von Pony noch gar nicht. Ich habe das Generation 1 Pony, vielleicht habt ihr es gesehen in alle meine Pferdevideo oder so. Und ich bin mal gespannt, wie die sind. Also ich finde die eigentlich von den Gangarten zumindest super süß. Und so ein bisschen kenne ich die halt schon. Aber die gucken wir uns dann gleich noch einmal in Ruhe an. Genauso wie ich ein Outfit dann mache. Ich würde mal sagen, wir kaufen es jetzt erstmal. Es wird natürlich wie ein Jungpferd werden, wie alle meine Pferde, die ich kaufe. Und ich möchte tatsächlich, dass es auch eine Stute wird. Also keine Ahnung, irgendwie werden meine ganzen weißen Pferde alle Stuten. Ich habe keine Ahnung, warum irgendwie. Ich glaube, das habe ich auf meinem anderen Account auch schon irgendwie immer gemacht. Irgendwie finde ich, dass weiße Pferde Stuten sind. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum. Auf jeden Fall habe ich mir auch schon Namen überlegt, aber es standen mehrere zur Auswahl. Ich habe diesmal einfach mal hier über dieses Zufälligkeitsprinzip einfach mal ein paar Namen skippen. Ich habe da drei interessante gefunden. Einen habe ich mir selber noch zusammen überlegt gehabt. Und ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, dass ich eins dieser Random-Namen nehmen möchte, die da rauskamen. Ich fand den eigentlich mega schön. Ist recht lang und ich muss mir dann noch einen Spitznamen für sie überlegen. Denn ich möchte sie nämlich gerne Sapphire Blossom nennen, also sowas wie Saphirblüte übersetzt. Und der Name ist halt recht lang und wie diesen, ja, Doppel-P, Doppel-S und ich gucke mal, wie vielleicht, ja, vielleicht fällt mir schon ein Spitzname für sie ein. Vielleicht habt ihr auch eine gute Idee, wie ich sie mit Spitznamen nennen könnte. Auf jeden Fall jetzt, ja, Saphir passt natürlich jetzt wegen den blauen Augen noch besser. Es kommt, glaube ich, nicht ganz Saphirblau und so, aber ist ja egal, Saphir ist blau so. Und ja, würde ich sagen, kaufen wir sie doch mal. Oh, mein kleines süßes Pony. Ja, ich möchte dieses Fett kaufen. Ja, das passt. Neues Pferd. No. Süßes Pony. Und mit diesem Anblick würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mir für ihr ein Outfit ausgesucht habe. Da bin ich jetzt auch wieder. Ich stehe jetzt gerade beim Jorvik-Stall. Ich möchte euch ja gleich einmal die Gangarten zeigen. Und ja, ich habe jetzt erstmal mich für dieses Outfit für. Ja, mein kleines Pony aus. Meine Güte! für dieses Outfit entschieden. Ich finde es eigentlich ganz süß, also mit diesem Rot und so. Es ist nicht komplett Jumpy Talks, weil ich im Kopf habe. Aber ja. Ich würde sagen, wir gehen einmal durch, was ich trage, was meine kleine Sapphire trägt. Ich nenne das mal Sapphires. Ja, ich würde das auch hier Spitznamen. Ich weiß es noch nicht. Und zwar, ich trage einmal Sabines Helm. Den gab es beim. Ja, mein Lieblingsevent, wo ich den Namen jede Folge vergesse. Im Reitsportfestival bei La Quest als Belohnung. Dann trage ich den sportlichen Bio-Freizeitpullover. Den gab es, glaube ich, irgendwann mal als Gutscheincode. Ich glaube aber mittlerweile kann man ihn auch im Globeshop kaufen. Dann trage ich die Streethosen. Die gibt es, soweit ich das im Kopf habe, im Lifetime-Shop, also Lifetime Star Rider-Shop. Ist auch nicht Champy-Talklich. Dann trage ich Sabines Handschuhe.
ebenfalls aus der Questreihe vom Reitsportfestival. Und Dressurstiefel der Admiralin, diese gibt es ebenfalls wie die Hose im Bonus-Shop Star Rider, also Lifetime Star Rider. Und ich trage jetzt einfach noch die Glitzerstern-Ohrringe. Ich weiß nicht mehr woher, die kommen irgendwie von 2019, von Weihnachten und so. Das sieht man jetzt auch sehr schlecht. Ich zoom mal ganz kurz rein. Das sind so schwarze, so. Ich dachte, ich trage Ohrringe, ich trage auf meinem anderen Account auch immer Ohrringe und dann passt das ja eigentlich. Ja, dann trägt Sapphire was ein auffällig rotes Zaumzeug, ebenfalls wie die Ohrringe vom der Weihnachtszeit 2019. Ich glaube, das ist das Set aus dem Kalender gewesen, welches man durch Gutscheincodes erhalten konnte. Ganze Leute, die laufen, ist ein bisschen ungünstig gerade. Dann den eleganten abgesteppter Sattel, genauso wie die Trense von dem Weihnachtsset. Und die Decke ebenfalls, kuschelige gesteppte Satteldecke. Dann trägt sie auffällig kuschelige Bandagen, die ist tatsächlich auch von dem Set. Ich finde einfach, das passt super gut zusammen. Dann trägt die Cantaella Mähenfeder und die Cantaella Schweiffeder. Die gab es irgendwann mal durch Gutscheincode. Ich habe keine Ahnung mehr, wann das war. Also ich weiß nicht, ob man sie kaufen kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass es sie mal einen Gutscheincode gab. Dann habe ich noch die Cantaella Satteldecke. Da habe ich gar keine mehr Ahnung, woher die kommt. Also ich denke durch den Gutscheincode. Ich weiß es aber wirklich nicht mehr, so woher die war. Und ich habe noch den Geburtstagsvogel ausgerüstet. Den gab es, ich glaube, zum 9. Geburtstag von Star Stable mit einem Gutscheincode. Ich weiß sogar noch den Gutscheincode-Namen, und zwar Freegal. Wegen Seagull und frei, also dass man ihn kostenlos kriegt und so. Ich denke aber, der Code ist nicht mehr gültig. Und ich würde dann sagen, ich zeige euch jetzt einmal die Gangarten. Allerdings kann ich euch jetzt den schnellen Galopp nicht mehr zeigen, da durch das neue Level-System ich natürlich, also du musst halt dadurch das schnelle Reiten erst freischalten. Und ja, so dann werdet ihr das dann sehen, sobald ich wahrscheinlich sie das erste Mal angefangen habe zu leveln. Sollte ich vielleicht machen, bevor ich die erste Aufnahme mache, weil sonst sind wir halt die ganze Zeit nur im langsamen Galopp unterwegs. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns dann gleich beim, also dann hören wir uns gleich beim Friseur wieder. Bis gleich. Bin ich jetzt auch beim Friseur angekommen. Also ich bin eben ja, schnell hier hochgeritten. Ich bin jetzt am Jorvik-Stall direkt geblieben beim Friseur. Und ich habe ja nochmal so Musik von Epidemic Sound im Hintergrund laufen. Irgendwie ist ja, die Seite gerade irgendwie mag mich gerade nicht. Ich glaube, die ist vorhin auch schon irgendwann ausgehört, die Musik. Und dann ja, machen wir das jetzt einfach mit der entspannten Musik einfach des Friseurs. Ich meine, sonst ist sie sowieso mal gleichzeitig. Dann können wir uns auch die anhören. Auf jeden Fall, die Standardmähne ist ja so eine buscheldige Mähne und
zu einem Schweif, der ein bisschen zur linken Seite von vorne drauf guckt, gebeugt ist. Sieht man natürlich so nicht ganz so viel von der Mähne. Und natürlich der Schweif. Ich finde den total toll. Der ist richtig schön lang. Und ja, so die Feder sieht halbwegs vernünftig tatsächlich darauf auf. Diesmal. Ach ja, schön wuschelig. Dann gibt es hier so eine kurze Mähne. Ist recht glatt. Da schwimmt auch die Feder hinten, sehe ich gerade ziemlich in der Luft wieder. Hier ist der Pony gerade. Man sieht den Hals natürlich sehr stark so. Das ist irgendwie andere Kameraperspektiven hier. Merke ich gerade. Ja, sieht schön aus. Ich bin kein Fan davon. Ich finde, das Pony sieht immer so dick aus. Ich finde das schon bei den alten Ponys immer, dass so die kurzen Mähnen, diese Pferde, so aussehen, als wären sie unglaublich dick. Das sind irgendwie so dann halt die Zöpfchen. Die sehen tatsächlich, finde ich, gerade sogar recht süß auf ihr aus. Ich bin allerdings, ob ihr es mittlerweile wisst, ich bin einfach nicht der größte Zöpfchenfreund. Sie sehen meistens echt schön aus, aber ich mag es einfach nicht. Also sie sehen echt süß aus, jetzt von hinten wirkt das auch nicht mehr so ganz so schön wie gerade von der Seite. Ja, dann, ja, ich würde mal sagen, die Standard-Mähne, die so das Anfangspferd immer am Anfang hat, ist halt dadurch die Mähne noch auf einer Seite. Was ich hier tatsächlich nicht, also es hat irgendwie was so von der Perspektive, aber sieht bis, ja, ich weiß nicht, es hat wahrscheinlich wegen dieser Feder hier was. Ich glaube, sonst wäre ich dann nicht so der größte Freund von. Ich stelle gerade, dass man den Schopf echt schlecht sieht, aber an sich sehen die Mähnen bis jetzt alle super schön aus. Gut, der Schweif jetzt nicht ganz so. Hier sah er schon ein bisschen besser aus. Hier hat er sich irgendwie so eingedreht wieder so ein bisschen. Ich finde, es geht aber noch. Es ist halt die längere Mähne, Wildpferdemähne mäßig. Zumindest hat man die früher mal so genannt. Die finde ich echt eigentlich ziemlich süß. Also wäre sie auf beiden Seiten, sähe das bestimmt mega knuddelig aus. Also so geht es natürlich auch so ein bisschen, aber ja gut, jetzt sehe ich gar nichts. Als Schopf kann ich gar nicht so richtig beurteilen gerade. Ich sehe ihn halt einfach nicht so richtig. Schweif sieht sehr schön aus, viel schöner als hier. Also eigentlich könnte man denken, dass das andersrum gehört. Ich glaube, wenn diese Mähne tatsächlich beidseitig gehen würde, das wäre richtig süß. Es hat schon irgendwie was, aber so erinnert mich das gerade irgendwie so ein bisschen sogar so ein Fjordpferd, weil die Mähne doch irgendwie so recht hoch aussieht. Aber mir war von vorne eigentlich schon klar, dass ich bei der Standardmähne bleibe. Ich finde sie einfach super süß, diese Mähne. Auch das Pferd an sich finde ich super süß. Also ich freue mich sehr, dass ich meine Sapphire-Blossom jetzt gekauft habe. Vielleicht werde ich sie wirklich Sapphire mit Spitznamen. Ja, überlege ich mir vielleicht noch bis zur nächsten Folge. Oder wenn ihr gute Spitznamen-Ideen habt, könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wann sie kommt. Ich schätze mal, es wird das Let's Play sein, welches weitergeht. Eventuell kommt aber doch erst jetzt sogar noch eine Folge von dem Event, welches dann gestern reinkam, also für mich halt morgen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr bei beiden dann reinschaut. Und bis dahin, tschüss.